Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Willkommen bei Let's Code Octo Awesome. Ja, ich bin Tom und wir machen weiter bei der Persistierungsgeschichte, die wir ja in der letzten Folge nicht ganz fertig gekriegt haben, aber es kompiliert immerhin schon. Ich habe es mal interessenshalber mal gestartet und geguckt, was so passiert. Und das Spiel startet tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel die ersten Sachen versucht wegzupersistieren. Und dann habe ich so ein Directory Not Found Exception. Das ist ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, was wohl passiert, wenn der File Writer, also diese File.open, auf einen Pfad zugreift, der nicht existiert. Und genau das passiert jetzt gerade hier. Ich kriege hier die Meldung, also irgendwie gibt es Teile dieses Pfades nicht. Das muss man noch in den Griff kriegen. Absolut gar kein Problem. Das heißt, wir machen hier ein File, machen wir lieber ein Directory.createDirectory. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich das hier mache? Bin mir nicht sicher, weil hier ist ja auch schon ein Dateiname mit dabei. Kann natürlich sein, dass er jetzt versucht, einen Ordner anzulegen, der column bla bla dat heißt. Das probieren wir mal kurz aus. Machen einen Breakpoint hier rein. Gleichzeitig halte ich mal. Achso, das habe ich erzeugt. Entschuldigung. Machen wir kurz weg. Wir starten das und gucken, was bei der Persistierung passiert. Das geht ja relativ schnell. Ich muss ja nur ein bisschen in die Richtung hier laufen. Zack. Und dann sind wir da. Hier drin ist der volle Pfad. Das ist auch alles richtig. Jetzt wurde das offensichtlich erzeugt. Wir gucken hier rein. Planet 0, das habe ich befürchtet. Das heißt, wir müssen den Pfad separat zum File Name machen. Naja, gut. Gut, es gibt Schlimmeres, gell? Es gibt Schlimmeres. Also machen wir hier zuerst den Path. Erzeugen den. Und bauen anschließend den Kram hier noch hinten dran. Path is path combine. Path und das da. So. Dann sollte das kein Problem sein. Dann nehmen wir hier einfach Path. So. Oder wir können es ja neu definieren. String.file. Dann haben wir ja schönere Benamsung drinnen. So. Gucken, was passiert. Ob das hier funktioniert, dann würde ich es auf die anderen Sachen auch übertragen. Vorher natürlich das hier mal kurz entfernen. Und los geht's. Start. Und Action. Bäume werden astrein erzeugt. Jetzt habe ich hier ein. So. Pfad ist da. Pfad wird erzeugt. Pfad wird vor allem nur bis zu 0 erzeugt. Der restliche Teil wird natürlich weggelassen. Sehr gut. Dann baue ich das hier um. Dann habe ich den vollen Pfad und kann die Datei erzeugen. Und der Serializer knallt uns natürlich noch, weil der ist ja nicht fertig implementiert. Aber das läuft schon mal. Das ist gut. Die Datei ist auch schon da. Schön. Die ist jetzt natürlich kaputt gewesen. Aber das sieht doch schon mal schön aus. Wir können uns jetzt noch überlegen, ob wir hier vielleicht doch Planet 0 dazu schreiben oder ob das für uns jetzt selbsterklärend ist. Das können wir mal kurz wegkicken. Ah, nein. Die Player-Info, die sollten wir natürlich auch separat wegspeichern. Die wäre dann Teil des Universe eigentlich, also das müsste hier rein. Aber das ist, wie gesagt, jetzt alles erstmal noch nicht so wichtig. Aber das funktioniert schon gut. Also machen wir uns an die Serialisierer. Gucken, dass wir die richtig implementiert kriegen. Bei Universe und Planet, die rufen wir im Moment noch gar nicht auf. Weil die Sachen nicht wegpersistiert werden zurzeit. Da müssen wir mal ganz kurz gucken, was da los ist. Weil erzeugen tun wir die Sachen ja schon. Also da gibt es dieses Universe und das Universe erzeugen wir auch. Wo eigentlich? New Universe, da in den beiden werden sie schon erzeugt. Das kommt auch zurück zum Resource Manager, genau. Also da wird der Universe Cache gefüllt. Und theoretisch müssten wir an der Stelle das Ding ja auch schon wegpersistieren, würde ich mal fast behaupten. Weil wir verändern es ja überhaupt gar nicht mehr. Machen wir das doch einfach mal. Disk Persistence. Chunk Persistence. Das müssen wir übrigens noch umbenennen. Das mache ich jetzt gleich. Save Universe und ich packe dieses Universe hier gleich weg. Universe. Okay. Universe, habe ich es falsch geschrieben? Tom, Universe Cache. So, dann mache ich das gleich am Anfang. Dann einerseits
werde ich den hier mal kurz umbenennen. Das ist nämlich unser Persistence Manager. Und im Planet Cache, wo ist der eigentlich hin? Universe Cache, da. Okay, da passiert nicht viel. Ich würde das Universe an der Stelle, public ist eh public. Super, dann machen wir Folgendes. Serializable. Da machen wir nicht lange rum. Wir serialisieren das erstmal per XML jetzt. Und ich würde aber gerne noch was Neues dazu machen, nämlich den Seed hier rein. Weil auch da haben wir natürlich das Problem, wir müssen ja das ganze Universe nachher vernünftig wiederherstellen können. Deshalb fängt der Seed beim Universe an. Seed, der kommt natürlich auch ins Interface. Int Seed get blub fertig. So, und dann können wir nämlich im Universe Serializer was relativ Simples machen. Wir Universe Serializer da. Wir nutzen einfach den XML Serializer. Das machen wir jetzt mal ganz simpel. XML Serializer. Hat der überhaupt ein Disposable? Nee, wahrscheinlich nicht. XML Serializer. Den wollen wir mit Type of Universe laden. Das ist natürlich jetzt wieder bezogen auf die eine Dispose. Gibt's nicht. Gut, alles klar. Dann machen wir so. Serialize.deserialize stream as universe. Return as a universe eigentlich. So, macht mehr Sinn. Das ist natürlich, es funktioniert leider nur mit unserem Universe, das wir schon haben. Das heißt, das hier ist nicht besonders generisch. Aber im Moment haben wir ja kein anderes. So, das will ich ja wieder haben. Und Serializer.serialize stream universe soll den Rest erledigen. Gut, das heißt, wir serialisieren das von Anfang an. Jetzt müssen wir aber hier an der Stelle natürlich noch, da wo wir den Get machen, im Prinzip auch unsere Daten laden. Na, Get Universe, da. Im Prinzip erzeugen wir es ja hier neu, was natürlich Quatsch ist. Vielleicht sollten wir hier auch... Wo ist denn eine Implementierung davon? Dass wir hier im Universe auch gleich einen den Seed erzeugen. Das machen wir hier, damit ich weiß, dass es auch wirklich passiert. Seed ist Seed. So, das wird jetzt an mehreren Stellen explodieren. Das ist gut. Zwei Stück wahrscheinlich. Nämlich bei den beiden. Genau. Generate Universe. Generate passiert ja nur. Ach so. Nee, passt. Da brauchen wir gar nichts. Da machen wir einfach GUID.NewGUID. Ach so, Seed. Ich depp. Entschuldigung. Wie haben wir das mit dem Seed gemacht bisher? Den haben wir hardcoded, ne? Das machen wir jetzt hier auch mal ganz kurz. Und die zweite Stelle. Auch da. Mal einen fixen Wert rein. Dann haben wir hier irgendwie mal Inhalt. Und die Stelle, wo wir das hier nutzen, das passiert in da, gell? Generate Universe. Müssen wir gucken, ob es das schon gibt. Also hier auch der Versuch, erstmal mit dem Persistence Manager load Universe dieses Universe zu laden. iPlanet, ne, iUniverse. Universe. Und nur wenn es das Universe nicht gibt, dann benutzen wir unseren Generator. Aber dann können wir eigentlich auch das hier gleich benutzen. So. So. Aber auch dann persistieren nur, wenn
ich es gerade neu generiert habe. So, das wäre jetzt mein Versuch, das mal zu gucken, ob es funktioniert. So, wir haben unsere fixe ID. Wir gucken, ob die File existiert. Das tut sie nicht. Wir geben Null zurück. Generieren eine neue. Da ist jetzt hoffentlich irgendein Seed drin. Yep. Und jetzt persistieren wir den ganzen Kram. Da haben wir wieder dasselbe Problem mit dem Pfad wahrscheinlich. Universe hat keinen parameterlosen Konstruktor. Das ist richtig. Den können wir aber einführen. Spricht nichts dagegen, würde ich sagen. Spricht denn was dagegen? Erstmal ist das okay. So, Persistierung funktioniert wieder nicht, weil ID hat keinen Public Setter. Okay. Warum eigentlich nicht? Wir wollten nicht, dass das nachträglich verändert wird, richtig? Ja, gut. Es spricht nichts dagegen. Für unseren Serializer machen wir das jetzt mal ganz kurz. So, jetzt will ich aber... Sehr gut. Okay, also wir haben jetzt hier unser serialisiertes Universum. Das müsste hier drinnen sein. Und das gucken wir uns mal ganz kurz hier an. Yay, das sieht gut aus. Genau so möchte ich das haben. Das heißt, unser Universe Serializer funktioniert schon. Dasselbe mache ich jetzt auch mit dem Planet. Einfach um schnell vorwärts zu kommen. Damit wir hier ein System haben. Ganz toll. Und dasselbe machen wir hier mit GetPlanet. Wobei hier der Planet schon erzeugt wurde. Der Planet Cache ist ein Array. Ich glaube, das müssen wir dann auch mal erweitern, weil letztendlich kann es ja durchaus sein, dass die Planeten dynamisch generiert werden. Also eigentlich sollte das ein Dictionary sein. Find all references. Genau, wir haben das hardcoded hier drin. Das erklärt natürlich einiges. Das müssen wir natürlich auch ändern. Also aus unserem iPlanet Array wird ein Dictionary of Int Planet. Planet. Das passiert dann natürlich hier auch an der Stelle, dass das nicht mehr funktioniert. Das wird ein Dictionary. Und das hier würde ich jetzt erstmal weglassen. So. Und in dem Moment, wo wir hier ein Get machen, fangen wir denselben Rotz an wie hier oben auch. Effektiv gucken wir, ob Planets contains. Darf ich jetzt bitte planets.contain, danke. Contains what? ID. Wenn wir das haben, obwohl machen wir es gleich richtig, iPlanet, planet. Und wir machen hier ein try get. Out of planet. So, wenn das nicht klappt, dann müssen wir einen generieren. Das ist aber auch kein Problem, weil wir haben den Planet, nee, wir haben den Disk, also nicht generieren, erstmal versuchen zu laden. Disk Persistence Manager, so heißt er, load planet. So, dann versuchen wir den zu laden aus unserer Universe ID. Die müsste ja irgendwo geladen sein. Also ich bräuchte jetzt eigentlich auch die... Ich hoffe, dass es jetzt nicht aus einem Interface oder so. Die Universe-ID und die Planet-ID. So, das heißt, Planet wird wieder gefüllt von dem hier. Und dann gibt es die dritte Ebene, wenn Planet nämlich nach wie vor null ist, dann müssen wir sie generieren. Und das macht der Generator wahrscheinlich. Map Generator, Generate Planet. Universe-ID. GUID. Mit einem Seed. Und das ist jetzt die Frage.
Die ID sollte da übrigens auch noch mit rein. Weil der Planet braucht ja eine ID. Die ist ja schon fix. Die wissen wir ja schon. Also die fragen wir ja explizit ab. Und hier würde ich die Universe. Ach, Universe fehlt uns. Okay. Wir brauchen das I-Universe hier. Get Universe. Universe, greet. Und da kommt das Universe. Und hier verrechnen wir das einfach. Nämlich hier haben wir den Seed. Und ich würde hier ganz blöd die ID hinten drauf addieren. Wie gesagt, wir brauchen nur einen fortlaufenden Seed, damit das sich ein bisschen ändert. Und das sollte im Prinzip auch schon die glückliche Sache machen. So, die ID brauchen wir aber außerdem noch. Ja, wir brauchen noch die ID. Das hilft alles nichts. Das heißt, Generate Planet braucht auch die ID des Planet, den wir generieren wollen. Ich korrigiere mal hier so ein paar Sachen. Greet. Planet ID. Seed ist eh klar. Gut. Dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt wird natürlich erstmal noch die ganzen Map Generator werden motzen. Resource Manager. Ach so. Ja, der braucht natürlich jetzt hier leider auch. Greet Universe ID. Greet Planet ID. Und hier oben auch die Universe Greet. So. Okay. Das passiert jetzt natürlich an vielen Stellen, wo wir Load Planet. Resource Manager. Was? Get Planet, Load Chunk. Ja, okay, das ergibt sich aus all diesen Problematiken. Was ist jetzt das Problem hier? Achso, wir geben nichts zurück. Ja. Return Planet. So, jetzt geben wir was zurück. Der Rest passt. Das wird in Planet reingefummelt. Genau. Und gleich persistiert. Warum auch nicht? Persistence Manager, weil auch da wird sich nichts mehr ändern. Erstmal. Save Planet. Save the Planet. Captain Planet. Na toll. Na gut, das ist jetzt halb so lustig. Planet. So. Kompiliert der ganze Spaß noch. Get Planet. Der Actor Host, aber der kennt sein Universe nicht, ne? Der kennt nur sein Planet, aber nicht sein Universe. Das sollten wir noch festlegen. Das braucht er aber gar nicht zu wissen. Das sollte der Resource Manager kennen. Okay. Im Moment ist es ja so, dass der Actor Host immer nur auf einem Planeten sein kann. Deshalb haben wir hier eine Referenz, eine harte. Außerdem, unser Resource Manager sollte eigentlich auch nur in einem Universum gleichzeitig sein können. Weshalb wir vielleicht mal drüber nachdenken sollten, diesen. Wir haben es ja eh schon, diesen Universe Cache hier oben. Der ist dann einfach fix. Und den müsste man halt nicht mit Get Universe, sondern mit Load und Save oder Navigate to, was auch immer. Oder Reset Universe oder keine Ahnung. Sodass wir dann die ganzen Caches hier. Wie viel? Oh Gott. Die Zeit läuft uns mal wieder davon. Weshalb meine Idee jetzt wäre,
Load Universe. Greet Universe ID. Und ein Unload Universe. Quasi so ein Persistierungsauftrag. Weil den haben wir im Prinzip ja ganz unten, irgendwo wahrscheinlich. Diesen Flush. Save the planet. Da schon wieder. Get planet. Bla bla. Ne, haben wir nicht. Schade. Dass wir quasi ein Get Universe haben, das aber immer das Standard Universe zurückgibt, also das, was wir gerade haben. Aber Load Universe das hier tut. Also erstmal if Universe Cache, das würde ich jetzt auch gleich mal umbenennen. Ungleich, dann machen wir erstmal ein Unload. Also um alles, was im Moment im Cache ist, zu persistieren. Und anschließend dann den Kram zu laden. Das heißt, das hier mal abchecken. Erstmal versuchen, alte Daten entfernen. Und hier quasi die neuen Daten laden, / generieren. So, das heißt, wir laden erstmal den Universe-ID. Wenn es die nicht gibt, dann erzeugen wir neue. Dann ist auch die Frage, ob wir das hier gleich persistieren oder erst bei einem Unload. Aber da wir im Moment noch keine Daten ändern, würde ich sagen, scheiß drauf. So, dann gehen wir nämlich hier einfach den Universe-Cache zurück, beziehungsweise das Ding nenne ich jetzt um in Universe. So, das ist quasi unsere zentrale Stelle. Das ist da, wo wir gerade sind. Und wir können im Prinzip alle Daten, die wir hier drinnen haben, vor allem der Local Cache oder so, das bezieht sich immer auf ein einziges Universe, damit wir da nicht durcheinander kommen. Dann ist da alles gar kein Problem. So, was ist jetzt hier? Der Resource Manager funktioniert jetzt anders. Ja, ich weiß. Holen wir uns die beiden Methoden mal rüber. Die Zeit läuft uns davon. Ich mache hier ein Load und ein Unload Universe, das ich hier mal ins Interface mit reinnehme. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Denkfehler mache, aber ich glaube, das ist in aller Users Sinne, dass wir das so machen. Dann fliegt hier das hier raus. Klappt ja super. Yep, so könnte das funktionieren. Kompiliert das. So, und jetzt kommen wir nämlich Gott sei Dank in die Situation, wo wir das Universe nicht mehr brauchen. Das heißt, wir haben es jetzt gerade wieder vollständig weggekapselt und brauchen das hier nicht mehr. Get Universe gibt das aktuelle Universe zurück. Auf die Gefahr hin, dass natürlich Universe leer ist. Also wenn nichts geladen ist, dann ist Universe leer. Und bei GetPlanet sparen wir uns den Kram dann wieder. Dann holen wir uns das aktuelle Universe, beziehungsweise wir gucken auch vorher, if Universe null, dann geben wir hier null zurück, weil, obwohl wir können hier eine Exception werfen. No Universe loaded. Weil das ist ja im Prinzip das Safe Game und damit sparen wir uns auch das. Universe. Das brauchen wir hier, brauchen wir es aber. Universe.greet bzw. ID. Same hier. Universe.id. Und beim Persistieren brauchen wir auch die Universe-ID. Super. So, ein paar rote Punkte sind jetzt weg. Das freut mich sehr. Save Planet, wo kommt das her? Aha. Habe ich das gerade gemacht? Nicht, dass ich es jetzt hier wieder weglösche? Nee. Okay, passt. Get Planet. Da persistieren wir es im Moment noch weg. Das wäre natürlich die richtige Stelle, das hier oben zu machen. Bei Unload Universe, weil das wäre so quasi der Flush wieder. Also wenn wir das Spiel beenden, machen wir an der Stelle ein Close All und dann würden wir alles wegpersistieren. Aber das macht ja Sinn. Weil wenn es einmal generiert ist, wird es sich erstmal nicht ändern und deshalb ist das, glaube ich, in Ordnung. So, Get Universe gibt es hier nicht mehr. Load Chunk Column brauchen wir ja hier
Universe ist da, das brauchen wir nicht mehr. Planet, get planet, da brauchen wir auch das Universe jetzt nicht wieder. So, dann sind wir hier wieder fein raus. Sehr cool. Hier unten gibt es noch irgendwie einen Bock. Das Universe brauchen wir ja auch nicht mehr explizit zu laden, weil das Universe uns ja als Variable zur Verfügung steht. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier oben noch was. Was machen wir noch nicht richtig? Get planet. Das brauchen wir jetzt nicht mehr mit Universe. Das fliegt jetzt hier wieder raus. Ein Hin und Her, ich weiß. Aber gut. Rebuild. Fast. Was haben wir jetzt noch? Der Map Generator implementiert Generate Planet nicht. Generate Planet. Achso, wegen der ID. Natürlich, die muss ja hier mit rein. Hier haben wir die einfach hardcoded drin und das macht natürlich keinen Sinn mehr. So würde das Sinn machen. Jetzt haben wir nämlich zum Beispiel auch den Seed, den wir an der Stelle nutzen könnten, um die Planetengröße random zu generieren. So dass wir da keinen Ärger mehr haben. Aber sollte das nicht übrigens, wo wir es hier gerade sehen, sollten das nicht Zweierpotenzen sein? Hatten wir das nicht irgendwann mal als Regel festgelegt? Ach, in Zweierpotenzen. Aha, okay. Also dann würde Size jetzt hier beim Debug-Generator erstmal auseinander explodieren, weil 1000, 2 hoch 1000. Das korrigiere ich mal ganz kurz. Was hatten wir da für Werte? 16? Nee, die sind auch schon zu groß. 4. Gut. Was sagt mein Compiler? Der sagt, der Map Generator von hier funktioniert auch nicht. Auch da, selbes Problem, wo wir hier alles hardcoded gemacht haben. Das ist natürlich Bullshit. Das wollen wir nicht haben. Ja. Ja, es sind nur 30 Minuten, aber ich glaube. Achso, das haben wir jetzt natürlich noch nicht gemacht. Wir sollten das hier standardmäßig laden. Aber wo? Ich glaube, es gab ein Problem, wenn ich das hier mache. Ich mache das trotzdem mal. Load Universe. Das ist aber nicht der richtige Ort dafür. Default Universe. Sehr gut. Sehr gut. Das ist dann schon das nächste Ding. Das machen wir aber morgen wirklich. Weil das dauert noch ein bisschen. Da würde ich aber auch den XML-Serializer verwenden. Einfach so, damit es funktioniert. Bis morgen.